Finde ich gut. Finde ich gut, dass er den Punkt noch mal klärt. Ich würde vorschlagen, wir klären den jetzt schon mal. Und zwar in der Knopfhoff-Heute-Show mit Dennis Knossalla, meine Damen und Herren. Willkommen zur Knopfhoff-Heute-Show. Unser Thema heute: Energie für Männer. Wasser, Sonne, Wind. Das ist doch alles Mädchenkram. Hier, für Sie. Sprechen wir es doch einmal offen aus. Energie ohne Gefahr ist total schwul. Ja? Man hat uns schon die Atomenergie weggenommen. Jetzt brauchen wir halt Ersatz. Fracking. Brauchen wir gar nicht. Die Auswirkungen von Fracking, vor allem die langfristigen, sind völlig unbekannt. Ja, das ist doch gerade der Witz. Mal ein bisschen mehr Abenteuergeist, ja? Mit Ihrer Einstellung hätte es die Ölpest im Golf von Mexiko nie gegeben. Knopfhoff! Knopfhoff! Ruhe! Jetzt mal unter uns und zu den Fakten. Wie funktioniert denn dieses Fracking, von dem alle reden? Schön, dass Sie fragen. Ich habe da mal was vorbereitet, ja? Für jeden einzelnen Frack, wie wir coolen Leute sagen, werden erstmal Millionen Liter von Wasser ins Erdreich gepumpt. Oh. Die Zeit haben wir ja. Ja. So. Dann noch ein paar schöne Chemikalien dazu. Benzol und andere leckere Sachen. Ja. Und zum Schluss noch eine kleine Prise Sand. Ja. Okay. Aber das Wichtigste. Hm? Ja. Das Wichtigste. Ordentlich Druck. Bereit? Völlig sinnloses Experiment und eine Riesensauerei. Und mal jenseits von Ihrem kleinen Modell hier, weiß kein Mensch, wie lange die Rohre im Erdreich und die Versiegelung den Dreck unten halten. Ja, Männerenergie, ja? Druckbetankung, ja? Wenn ich mit Druck was reinpumpe, kommt's natürlich irgendwann wieder raus. Knopf auf! Oh, bitte! Ich krieg einen Tinnitus. Ich hab diese Sendung Knopfhoff immer gehasst. Gucken wir doch vielleicht einfach mal in die USA. Da sind durch Fracking zwar die Gaspreise runtergegangen, aber dafür spielen sich bei denen zu Hause auch solche Szenen ab. Laut dem amerikanischen Dokumentarfilm Gasland möglicherweise eine Folge des Frackings. Wow, wie geil ist das denn? Der alte Männertraum. Endlich unter der Dusche rauchen. Ja. Ich gebe zu, das klingt verlockend. Trotzdem, warum testet man die Fracking-Brühe nicht mal auf ihre Umweltverträglichkeit? Also, wie Sie sich das jetzt wieder vorstellen? Testen? Die Zutaten sind natürlich streng geheim, Idiot. Also, wir wissen viel zu wenig, beispielsweise über die Chemikalien. Viele Substanzen sind uns gar nicht bekannt. Die Zusammensetzung ist uns nicht bekannt. Die wird dann immer übrigens als Geschäftsgeheimnis bezeichnet. So habe ich das in den Vereinigten Staaten gehört. Kommen wir nicht dran. Bitte? Die verraten uns nicht, was drin ist, aber wir sollen es erstmal bei uns in die Erde pumpen? Glaub's ja wohl nicht. Geheime Zutaten, ist das wie bei der Cola-Rezeptur oder was? Das können Sie doch gar nicht vergleichen. Cola ist viel giftiger. Apropos, unser Thema nächste Woche: Essen für Männer. Da esse ich rohes Hackfleisch von Rewe und Edeka mit Darmkeimen. Knopf auf!